Ich bin auf Diät und in diesem Video wieder mal eine Frage beantwortet, nämlich läuft WhatsApp jetzt eigentlich, da es ja seit einiger Zeit auch für Desktop-PCs zur Verfügung steht, läuft WhatsApp nun eigentlich auch unter Linux? Nehmen die Antwort gleich vorweg. Die Antwort lautet nämlich ja. Allerdings gibt es da einige Sachen, die man zu beachten hat. Das heißt einige, eigentlich nur eine. Wenn wir jetzt mal hingehen und gehen auf die Homepage von WhatsApp.com, dann werden wir hier keinerlei Hinweis finden auf die neulich veröffentlichte Webversion, die es ja zu WhatsApp gibt. Wir landen hier auf dieser Seite, da kann man sich das Ding fürs Telefon runterladen, aber es gibt hier keinen Hinweis auf die Webvariante. Die Webvariante, die können wir nämlich erhalten, wenn wir auf web.whatsapp.com uns bewegen. Die ganzen Links dazu findet ihr auch unter diesem Video. Und hier wird uns auch schon gesagt, verdammt nochmal, unter Firefox kannst du mit diesem Ding gar nichts anfangen. Du brauchst Google Chrome. Und dann machen wir den Firefox wieder zu und schauen uns doch mal an, ob wir Chrome überhaupt unter Linux installieren können. Denn den Chrome-Browser als solches, also so wie er von Google veröffentlicht wurde, den gibt es nicht unter Linux. Wir müssen uns mit einer anderen Variante begnügen, die auf Linux zugeschnitten wurde. Die heißt, jetzt mach endlich fertig hier. Wenn wir jetzt mal in unsere Paketverwaltung gehen und geben wir Chrome ein, dann werden wir nichts finden. Wir finden Chrome Driver, Web Driver vor Google Chrome, Chromium. Und da finden wir schon einen kleinen Hinweis, dass es Chrome im Grunde gar nicht für Linux gibt, sondern unter Linux heißt der zumindest bei OpenSUSE. Ich weiß nicht genau, ob das für andere Linux-Distributionen auch einen anderen Namen gibt. Auf jeden Fall suchen wir nach Chromium. So heißt nämlich der Browser, der von Google uns zur Verfügung gestellt wurde unter dem Namen. Chrome heißt unter Linux, also die Open-Source-Variante, Chromium. Das Ganze habe ich schon mal installiert, nur um euch zu zeigen, dass nicht, dass ihr sagt, Mensch, Chrome gibt es gar nicht für Linux. Es gibt es im Grunde schon, es heißt nur Chromium. Und jetzt öffnen wir mal Chromium. Und wenn wir über diesen Webbrowser jetzt WhatsApp starten, hier das Ganze nochmal, also web.whatsapp.com. Ich habe das hier schon mal drauf. Oh, das mache ich mal in groß. Dann lädt er ein bisschen. Dann wird er uns hier dieses Zeichen zeigen. Ein QR-Code kriegen wir. Den sollen wir jetzt mit unserem Mobiltelefon, auf dem WhatsApp schon installiert und eingerichtet ist und natürlich auch an unsere Handynummer gekoppelt ist, sollen wir jetzt das Telefon, also mit dem Telefon, diesen QR-Code scannen. Dafür brauchen wir kein externes Programm, sondern das geht direkt, indem wir auf unserem Smartphone WhatsApp öffnen, oben auf die Optionen klicken und dann finden wir jetzt neuerdings die Option WhatsApp Web. Da drücken wir drauf und dann sagt ihr uns auch gleich, scanne bitte jetzt den QR-Code. Ich halte das jetzt mal hier an den Bildschirm und dann macht es palim palim. Und schon lädt er unsere Kontakte und quasi WhatsApp. Das ist alles, was wir sehen. Ich werde jetzt hier mal testweise einen Kumpel von mir anschreiben. Ich schreibe jetzt mal, hallo Benny, noch ein Test. Benny ist das schon gewohnt, dass ich immer alles an ihm austeste. Aber gut. Und da finden wir auch hier wieder also ein Häkchen und dann gibt es ein zweites Häkchen und dann gibt es auch irgendwann die blauen Häkchen, die uns sagen, er hat die Nachricht gelesen. Das Ganze können wir jetzt minimieren. Einer schreibt, macht es pling pling und wir wissen, oh, da hat uns einer auf WhatsApp geschrieben, ohne dass wir das Handy dafür rauszücken müssen, sondern können das Ganze jetzt bequem über den PC regeln. Und das Ganze auch unter Linux. Und das ist im Grunde alles, was wir machen müssen, denn so funktioniert schon WhatsApp auf einem Linux'schen Computer. Das Einzige, was wir brauchen, wie gesagt, ist der Chromium Webbrowser. Und so funktioniert das Ganze.